Welches sind die Motive? Der Bundesrat will mit diesem Entscheid zum Ausdruck bringen, dass die Schweiz nicht gewillt ist, einer in einem rechtsstaatlichen Verfahren rechtskräftig verurteilten und flüchtigen Person, die der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen ist, Aufenthalt zu gewähren. Das wäre geeignet, das Ansehen unseres Landes und damit die internationalen Beziehungen nachhaltig zu beeinträchtigen. Herr Papon wurde nach dem Entscheid des Bundesrates heute Nachmittag und der Zustimmung der französischen Behörden zur Rückübernahme vor rund einer Viertelstunde. Monsieur Papon, il était toujours en soins médicaux. Il y avait toujours les médecins avec lui, aussi pendant les transports, les différents transports, et juste maintenant aussi à un médecin à côté. Alors, les médecins nous ont confirmé qu'il est capable, est-ce que c'est... Ils l'ont jugé transportable et il se trouve en bonne santé selon les déclarations des médecins. So it's the end of this episode, yeah, and he will be put to jail, but Maurice Papon was in a way a coward and stupid. He should have maybe committed suicide before that, a few days ago, so the Supreme Court wouldn't have heard his case and he wouldn't have lost his Legion of Honor. But maybe he's too much of a coward to do that. Première ou deuxième ?